Hallo und willkommen zurück. Diesmal zeige ich euch einfach nur... Ach ja, stimmt, ich bin Kaito. Ich zeige euch einfach nur den Kampf gegen Pummeloff, weil dieses kleine Mistvieh regt mich jetzt tierisch auf. Vor allem da kurz vor ihm man gegen Diddy Kong kämpfen muss, den Riesen. Das war fast unmöglich. An meiner Seite ist natürlich wieder Dimensio 100 und wird sarkastische Kommentare ablassen. Ja, vielleicht schaffst du ihn ja besser als ich. Im letzten Part... Ach nee, ey. Daran will ich gar nicht mehr denken. Mit Pikachu hätte ich ihn natürlich lange fertig gemacht. Ja, Kaito hat sich Sprache verschlagen. Ich konzentriere mich, damit dieses Mistvieh mich nicht wieder besiegt. Ja, jetzt hast du schlechte Karten. Ja. Wenn der jetzt noch zwei weitere Teile findet, dann... Muss er erstmal. Das ist sowas von... Ja, so genug. Obwohl, du hast mehr Prozent als er, ne? Halt die Klappe. So, das ist die Stage, wo du im Hintergrund da im Haus da die Katze siehst. Die kleine Katze siehst vom Programmierer. Ja. Wenn man hier mal so guckt, wenn man da in die Tür reinguckt, durch das Fenster, da sieht man da die Katze. Aber das ist jetzt eigentlich nicht wichtig. Ich muss eigentlich nur... Wieso hast du weggeschmissen? Eigentlich hatte ich gehofft, Pummeloff sei da noch. Aber auf dem Eis kann ich nicht laufen. Auf festen Boden unter den Füßen. Ja, Pummeloff ist jetzt, ja, für mich hat's gereicht, aber ich hoffe mal, dass es nicht für dich reicht, ne? Dass du ihn besiegen kannst. Du hattest ja auch noch den Nachteil, dass du einen von den eher ungeliebten Charakteren nehmen musstest. Den du nicht so kämpfen kannst. Ich da noch mal kämpfen mit Watch hatte ich, ne? Ja. Ja, die kann zwar am liebsten mehr bei Pikachu gewesen. Gelb steht mir besser als schwarz. Ne? Es gibt auch ein... Nein, nein, nein. Oh, das war knapp. Beinahe hätte es mich noch erledigt. Ja. Hau ihn doch. Gar nicht so leicht, wenn er eine Kanone hat. Der ist aber auch wirklich hartnäckig, ey. Ja, vor allem, weil das Mistvieh fliegen kann, wie sonst was. Das ist ja einer von den flugfähigsten Charakteren. Der Tool hebt aber so einfach. Jetzt aber. Oh, jetzt haben wir ihn besiegt. Endlich raus aus dem Ring, dieses kleine Mistvieh. Ach. Ach, wir haben mir beinahe noch die Hose runtergerutscht. So, dann wollen wir jetzt noch eben sehen. Pummeloff tritt den Kämpfern bei. Ausgezeichnet. Aber jetzt fällt mir mal Wolf, den wir im ersten Part präsentieren. Zeigen werden. Genau so. Und wir werden natürlich auch erstmal den Weg zeigen, wie man zu ihm hinkommt. Bis demnächst. Euer Kaito.